Hallo, am Mittwochmorgen. Halb sieben haben wir es schon. Hat jetzt im Ofen 29. Das ist nur der Baggerladen. Eine Kollegin nimmt ganze Werkzeug mit. Und nun fahre ich den rüber nach Alzey. An eine Schule, ja. Die beste Zeit, ne? Wohl ausdrücklich gesagt wurde, wir sollten hier nicht da sein. Oder halt morgens, wenn die ganzen Mamas kommen. Und genauso machen wir es jetzt wieder. Mehrmals erwähnt, aber egal. So. Ich werde auch vorne, werde ich auf der Hauptstraße stehen bleiben und der Bagger fahre ich dann 100 Meter auf die Kette rein. Das ist dann halt so. Ja, laden wir jetzt mal vorne den ersten ganz links laden. Kamera ist aus. So, hier die Straße müsste ich rein. Ja, ich drehe jetzt einmal vorne an dem Kreisel und stelle mich dann hier neben dran. Sorry. Ich weiß nicht, warum die Kamera aus ist, keine Ahnung. Quasi links drin, hinter dem Kindergarten, hinter dem Flachdach, der weiße Giebel, den man da sieht, das Gebäude reißen wir weg. Fahr ich wieder rückwärts raus. Ein Kollege meinte eventuell, ich könnte vorwärts raus, aber ich kenne halt einfach die Straße hier nicht. Ja, nicht, dass ich da vorne hänge irgendwo. Ich weiß, ganz unten ist auch eine breitere Hauptstraße. Da ist die aber rechts und links sind rot-weiße, ja, Zäune oder sowas. Keine Ahnung. So ein Hundsbrunser quasi. So, ich muss kurz Fenster öffnen. Jetzt hingeht, weiß ich nicht. Ich fahr erst mal raus und dann werde ich mal anrufen zu Hause. Ja, wo fahr ich rum? Thank you.
Dankeschön. Ciao. Danke. Oh, ich halte mich gleich an. Sorry, dass jetzt in dem Moment war gerade Speicherkarte leer. Ja, läuft, ne? Ich bin dann ohne um den Kreisel bin ich noch mal rumgefahren. Bin hier hoch, hab hier vorne gedreht und bin dann doch vorwärts die Straße rein. War dann doch es. Eigentlich dachte ich, ich könnte hier normalerweise stehen bleiben, ja. Aber hier war heute Morgen, hier war die Hölle los. Es war echt nicht mehr normal. Echt nicht mehr normal. Hier auf dem Parkplatz habe ich dann gedreht. Quatsch. Vorne auf dem, nicht hier. Hier habe ich nicht gedreht. Da. Der war Gott sei Dank noch frei. Ah ja gut, jetzt wird es auch noch gehen. Hier drin, wie gesagt, habe ich gedreht und dann. Ah ja, Bagge ist ohne. Eine L566 Laden, Radlader. Den bringe ich nach Köllheim. Weg. Dann fahre ich weiter nach Lörzweiler, der A29 Laden, und der geht dann runter nach Bingen. Feuerwerksfabrik. Sieht so aus, als hätten sie die ganze Bunker dahinter weggerissen. Da waren die Sprengstofflager, denke ich mal. Sieht so aus, als wären die jetzt alle weg. Ja. In der Bucht diesmal, sondern direkt ins Werk rein, oder? Wie gesagt, und keinen blassen Schimmer, wo wir da im Werk was schaffen. Aua. Da ist einfach nichts mehr drin, das ist das Problem. So, gehe mich mal kurz anmelden. Hello. Hallo. Hallo.
gerade in Lörzweiler den 29 mit Liebhaber geladen. Schnäcksel sich noch wegtun. Ja. Der geht jetzt rüber nach Bingen. Hab keine Ahnung wohin. Keine Ahnung wohin der geht da. Ich weiß nur, so grobe Richtung habe ich. Da haben wir schon mal einen Abriss gemacht. Also hinfahren kann ich nicht. Wie immer. Ist heute eigentlich bis auf der Radlade. Das ist die letzte Transporte Standard, ne? Eigentlich. Aber gut. Gehört alles dazu. Habe erst überlegt, ob ich aus dieser Richtung kommen soll, aber dann ist. Dann habe ich gedacht, du musst eh nach Bingen rüber, ja, und dann kannst du so, fährst dich dann wieder die B9 hoch, Mainz, und dann die A60 rüber bis Bingen. Irgendwie hängt mein Tieflader, habe ich da keinen Lenkdruck gegeben. Muss doch da Lenkdruck gegeben haben. Naja, schauen wir mal. Natürlich eine unchristliche Zeit hier jetzt, ja, 12.30 Uhr. Eigentlich habe ich sowas gerne vorm Losfahren geklärt, wo ich dann stehen bleibe und ablade. Jetzt muss ich wieder während dem Fahren, suche ich dann wieder. Ich meine, ich gebe es dann ein ins Navi, ja, aber ja. Ist trotzdem beschissen. Bescheiden. Bescheiden beschissen. So, haben wir hier noch die Ortsdurchfahrt und dann sollte das alles laufen wie ein Länderspiel. Gut, ob es von Deutschland ist, weiß ich nicht, aber ja. Das ist sehr gut. Das ist aber lieb. Dankeschön. Das ist aber lieb. Dankeschön. So. Ja, vorne kommt jetzt noch eine Kurve beim Abbiegen. Thank you.
habe ich gemeint zur unchristlichen Zeit. Links frei, rechts frei. Gut, links war nicht ganz frei, aber... Fahr doch ein bisschen. Sorry. Ist nur das eine Auto. Ansonsten reicht das doch für uns alle gar. Danke. Katastrophe, oder? Fahrzeug hat Göllheim raus aus dem Zementwerk, hat das erste Mal Abgasnachbehandlung gereinigt, also quasi ausgebrannt. Hat vielleicht 3 Minuten gedauert. Und alles war gut. Oh, ich glaube, ich habe eben den Bordstein geschrubbt rechts hin. Ja, hat drei Minuten gedauert und alles war gut. Schlimm, 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 schlimm. Fahrt doch ein bisschen auf die Seite, Leute. Ihr habt alle einen Meter Platz bei euch auf der rechten Seite. Und ich schrub hier rechts am Bordstein lang. Doch jetzt nicht. Eben habe ich gerade das Wetter gelobt. Kurz mit einem Kollegen telefoniert, der vor Ort ist, dass heute 70% Regen gemeldet war und es noch kein Tropfen geregnet hat und es fängt gerade an zu regnen. Du fährst hier raus. Gut. Gut. Steht wieder der Bingen Campus. Ah, ich bin also quasi in dieser Straße, wo der Campus ist. Nur ich komme halt von der anderen Seite, weil die Straße dann halt breiter ist. Alter Schwede, ey. Ohne Worte. Läuft noch.
100 Meter geht es links ab, nebenan vor dem Zebrastreifen, genau. Meine Zielstraße. Komm nur. Komm. Was? Danke. Oh, ich glaube, ich bleibe hier vorne stehen, oder? Hier ist doch super breit. Hier ist doch super breit, oder? Vorne steht eine gelbe Jacke. Jemand, der möchte zu mir oder muss ich zu dem? Moment, da hier das gelbe Haus. Und fahre jetzt mal Richtung Heimat. Eventuell lade ich noch was vor für heute, für heute, genau, für morgen. Eventuell mache ich das noch und dann Heilerbach fahren wir den Cut 330 vorladen. Autokränel. Klar, ich habe zwischendrin einen Anruf bekommen, ob ich nicht von Ingelheim, da steht noch bei 934, der müsste eigentlich zu Hause sein, weil für morgen die Monteure bestellt sind. Aus, als gibt es Regen. Das war mein Gedanke, dass ich jetzt gleich einen Anruf kriege. Fahre nochmal nach Ingelheim und hole den Bagger, aber bisher toi, toi, toi. Bisher war noch nichts. Kann natürlich sein, dass ich den Bagger hier jetzt, aber wenn der 336, wenn der Kran fertig ist, heißt das, der 336 ist auch fertig. Ich habe gerade Arm gesehen. Ich habe gerade den Arm gesehen. Der steht da unten drin im Loch. Gut, der wird mit Stämmen fertig sein. Der wird jetzt noch rausladen. Der fährt da rein. Und fahre ich da rein. Ich nehme schon wieder das Eck mit. Das kann doch nicht sein, das hat er früher immer gereicht. So, Alter, ja.
sieht's ja aus wie Hunde. Da steht eine Bagger, der muss doch hier stehen irgendwo. Wo steht eine 330? Der muss doch hier stehen irgendwo. Oder was? Ah, doch hier. Der hat doch hier gearbeitet. Der Bagger. Au. Steht er zum Schluss gar nicht mehr hier. Sie erreichen Ihr Ziel um 16.32 Uhr. Was ist denn jetzt los? Was willst du jetzt von mir, Olga? So. Ist das der KKK-Depiler? Das ist der KKK-Depiler. Ich mache, ich stelle mich da hinten dran. Ich halte Parkplatz zu. Ah, das wird noch reichen. Ah, kommt noch einer durch, aber hier neben kommt keiner mehr rein, ne? Oder? Egal, ich gehe mich anmelden. Ach, Werbung. Ich bekomme kein Geld dafür. Ich gehe mich anmelden und dann melde ich mich wieder, wenn ich rausfahre. Lehrhammer. Bin ja angeschnallt, alles gut. Jetzt fahre ich rüber nach Wolfstein, hole den A29. Er geht auch hierher nach Ingelheim, packe ich noch.
Ja, okay. Auch hierher nach Ingelheim, allerdings draußen an die Baustelle. Nicht hier rein. Mal gucken, werde ich jetzt eine gute Stunde. Ja, gute anderthalb Stunden, denke ich, fahren. Erster Gedanke war, ich fahre über Idar-Oberstein, aber das ist doch ein bisschen weit. Ich bin ja hier gleich in Kreuznach und dann fahre ich die B420 wieder hin. Kreisig, das hat er vergessen. Gleich 10 Uhr. Endlos langes Landstraße fahren. Nur ein, zwei Kurven und dann bin ich da. Dann muss ich mal gucken, wo ich stehen bleibe. Wenn es klappt, fahre ich gar nicht rein ins Werk und hole den Bagger raus. Wenn ich denn stehen bleiben kann draußen, dann ja, dann hole ich ihn halt. Fahre ich halt, hole ich ihn doch raus. Dann fahre ich halt rein. Alles gut. Der Kollege hinten dran ist schon längere Zeit etwas nervöser. Zwei, drei Stellen, zwei, drei unübersichtlichen Stellen ansetzen wollen, aber hat es dann doch nicht gemacht. So, nächster Ort. Mal gucken, da kommt ja gleich links die Werkseinfahrt. Gucken, ob ich da stehen bleiben kann. Ach, die ist relativ kurz. Ne? Hier rechts kann ich stehen bleiben. Gut. Die ist aber auch nicht wirklich schön. Ne? Die Autos kommen vorbei. Ja, ich glaube, ich fahre doch rein. Ha? Geh mich mal kurz anmelden. Ich bin hier in Ingelheim, habe den Radbagger abgeladen und den 34 jetzt geladen. Den nehme ich jetzt mit nach Hause. Gucken, ob ich hier hin rumkomme. Theoretisch müsste es reichen. Frage ist, ob ich hochkomme. Mache es einmal raus. Ob ich nicht aufsetze hier irgendwo. Gerade so anscheinend.
wir nicht, ob ich da vorne rauskomme. Ne? Das, die Einfahrt sieht mir auch relativ schmal aus. Dran denken, dass ich noch ein bisschen runterlasse. Wird das gehen? Ich hoffe, dass das geht. Ja, müsste passen. Ich muss ein bisschen runterlose. So. So. Bauch in! Und dein Bauch! Ja, ja! So! Na, alle gut. Ich mache die Sperre raus und jetzt mache ich wieder rein. Machen wir mal ordentliches Licht an. So. 17.13 Uhr. Zu Hause leer. Es ist wahrscheinlich 4 Uhr. Dann werde ich vermutlich noch mal nach Hellerbach ins Krankenhaus fahren. Und werde da den 336 nochmal umsetzen. Gehe ich mal davon aus. Frag den Baggerfahrer, den rufe ich jetzt gleich an und sage ihm, dass ich gegen 4:30 da wäre, ob er noch da ist. Wenn er da ist, ist gut. Wenn er nicht mehr da ist, dann mache ich es vielleicht noch erst morgen früh. Keine Ahnung. Ich bin vorne immer noch zu hoch, ne? Viel zu hoch vorne. Oder? Da täuscht es. Kann auch täuschen. Na egal. Thank you.
Hospital. Setze mal schnell noch die Karte um und dann ist auch Feierabend für heute. Ich spüre gerade Lust auf ein Stück Pizza. Ich könnte so ein Stück Pizza essen jetzt. Aber gut, egal. Paketstation, Alter. Steht er schon. Ich bin mal arm. Was ist denn hier los? Machen wir das noch ein bisschen enger, ja? Okay. Alles gut. So, muss ich doch mal gucken. Warum? Jetzt geht er. Ne, doch nicht, ja? Doch. Gerade so. War das gestern? Ja. Gestern Abend, als ich hier reingefahren bin, habe ich so arg den Bordstein hier links mitgenommen. Der lenkt halt irgendwie nicht so mit wie beim Alte. Obwohl ich das schon mal geprüft habe. Habe auch schon mal nachgestellt mit der Lenkung. Aber gut, ich muss. Vielleicht habe ich es nicht richtig gemacht, keine Ahnung. Ey. Ich soll mir hinne nachfahren, die paar Meter. Okay. Das wird reichen. Dem knall ich gerade die Kamera vorne drauf auf die Haube. Komme ich schon mal nicht raus. Ja, der schafft doch da ohne drin. Hä? Check ich nicht. Aber gut, egal.
drauf. Flaggen anmachen. Au, alles gut. Das war der Schuh, den der Kollege unbedingt noch mal gerade richten wollte. Ich habe zum gesagt, lass ihn doch. Der richtet sich. Komm, Leute, kommt er nicht. Halt! Lampe rum. Bedienung runtergeschmissen. So, haben wir auch gepasst. Danke. Ja. So. Da gibt es einen Trick, das muss ich später mal machen. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Nee, ich sag's nicht. Aber es gibt einen Trick, da machst du Zündung an, ja, und dann musst du einige Male gut stecken, also gut Schluss, rein, gut raus, rein, raus. Das musst du wie oft machen und dann wird es aus. Ich weiß halt nicht, ob ich das jetzt hier sagen soll, darf. Oh, doch, Brücke. Ich wusste es doch. Eine Brücke, eine Kabelbrücke. Das habe ich mir gedacht, dass das nicht hinhaut. Das habe ich mir gedacht, dass das nicht hinhaut. So hoch wird man nicht sein. Vollgas. Über Hochhebe. Echt nett. Schade. Hallo, Freitagmorgen haben wir es. Morgen habe ich einen Liebherr-Auftrag. Und zwar fahre ich einen Teleskoplader von Landstuhl nach Worms rüber. Autoschlüssel, da hat hier nichts zu suchen. Nach Worms rüber. Und dann fahre ich Worms aus rüber nach Göllheim und bring den 566, den Radlader, mit. Der ist auch fertig. Das ist der Plan heute. Da wird es etwa Mittag, bis ich wieder da bin, denke ich. Kurz Vormittag. Gucken, Freitag. Freitag, immer Hoffnung, dass es ein bisschen früher Feierabend gibt, aber Freitag ist
meistens der Tag, an dem es am längsten geht, warum auch immer. Ja, auf jeden Fall. Das ist heute Morgen mein Plan. Teleskoplader ist ein Planer, nicht darum liegen. Ja, das Ding zerknittelt. Ein T60. Ich kann mir da gar nicht so viel drunter vorstellen. Von der Größe her. Aber ja. Kriege mal alles hin. Ich will nur umziehen, aber die Jogginghose an. Was ich sehr gut finde am neuen Fahrzeug. Mensch, ich habe Probleme. Ich mache das hier. Der Tempomat, den muss ich nicht einstellen. Den habe ich am Anfang eingestellt einmal, ja. Und seitdem ist das genauso drin. Ja, muss nichts machen. Ein bisschen Lenkdruck. So, ziehe ich mich noch schnell um und dann geht's los. So, sorry, ich habe morgen die Speicherkarte getauscht. Ich habe sie. Hat sie nicht richtig drin. Deshalb habe ich keine Aufnahmen hier von der Anfahrt gemacht. Ich habe den Teleskoplader geladen, den T60. Weiß nicht, was das Teil wiegt. Hier ist irgendwo drauf. Gewicht Kilo 0. Keine Länge, keine Breite, keine Höhe. Gut, das Gewicht ist eh zweitrangig, sagen wir mal so. Das ist, ich denke mal, dass der so 18 Tonnen haben wird, falls er die hat. Steht jemand vor mir? Nö. Bingo. Bingo sein, du Bingo. Sorry. Und immer mehr zugestellt hier vorne. So, das Auto haben wir. Hier vorne ist ein bisschen mehr Platz jetzt. Gut, alles gut, nehmen alles zurück. Lenkt. Ach, schon geil, ne? Die Kamera schwenkt von selbst mit. Wunderbra. Wunderbra. So. Schweinekalt, ey. Wir frieren bald die Finger ab. Alle 11. Komm nur, alles weiter. Gefahren, also denke ich, wird jetzt keiner mehr kommen. Ja.
Doch, hab ich's auf Kamera. Halt ein Tuch, meine Güte. Alter, ich kann da nicht. Ich sehe den schon rechts fahren, ne? Und er winkt als. Schlimmeres wie kalte Finger. Nasse und kalte Finger. Würde ich jede Frau bestätigen. So, 9:30. Das habe ich immer noch nicht gemacht, ne? Das muss ich jetzt mal. Das muss ich jetzt mal machen. Mache ich aber nicht die Kamera an dafür. Ach, eigentlich ist es egal. Eigentlich ist es auch egal. Wenn es halt mal kurz piepst, dann sorry, wenn ich es vergessen habe.
Also ist halt doch oft, wenn du irgendwo reinfährst oder am Rangieren bist oder so und hast halt den Gött abgemacht und dann macht der Moin, dann macht der Welle, dann macht der Rambo. Voll die rote Ampel genommen, ey. Naja. Ich rausschneiden. Gefahren, das ist immer jetzt den kürzeren Weg rechts rum raus, weil ich gerade die Baustelle, ich weiß, ich kann hinterherum fahren, aber ich fahre jetzt links rum wieder. Alles durch, ne? Kommen so viele LKWs, komm, da fahre ich auch hier durch. Egal, wird schon schief gehen. Schon schief gehen. Ich dachte, man könnte da hin rumfahren. Die Rase. Ja, vorne wird die Bahnbrücke gemacht neu. Thank you.
Ey. Das Backe leckt mich am Tingeli. Was steht dann hier für ein schmales Backechen? Weil ihr nicht lesen können, was für ein Backe das war. Anderthalb Stunden warte ich jetzt hier, bis ich jetzt endlich eine Info habe, wo ich den Bagger hinfahre. Ich bin in Weilerbach hin, im Hospital, und habe den Cut, sorry, den 336 geladen. Könnt schon Feierabend haben. Stehst du hier und wartest, bis die Info kommt, dass der nach Hause soll. Männer, schönes Wochenende. Hin. Oh. Oh.
gerade so. Gut. Weg hier, ja. Ach ja, echt. Jetzt fahre ich noch nach Hause, mach leer, dann wird's doch wieder fünf heute. Könnt schon längst, was machst du dann? Könnt schon längst Feierabend haben. Noch irgendwas mit hier raus. Irgendwann nehme ich noch die Schranke oder die Reifenwaschanlage. Keine Ahnung. Leute, komplett leer. Ah, nee.
Sorry, Kamera noch ein bisschen. Akku ist leer, war leer. Hab gerade das Ladegerät dran, Ladekabel. So. Ja. Ja, halt doch rein in die Halle. Bagger steht hier in Dreck und Speck. Sorry. Ich werde euch nicht zeigen, was da drin ist. Alles gut. Ich mache auch heute Abend mache ich nichts mehr. Ich fahre rein in die Halle. Auto kann von mir aus bleiben, wie es will. Ich werde es nicht putzen, wenn es irgendjemand putzen will. Darf ich es gerne machen. Montag regnet es sowieso wieder. Und da ist wieder super. Läuft gerade das Wasser die Beine runter in die Socken. Das macht Laune, oder? Das macht Laune. Ja, Schluss. Fertig, aus. Danke euch fürs Zusehen. Oh, es hat trotz meiner Laune zum Schluss noch ein bisschen Spaß gemacht. Folge. Kalte Finger habe ich. Blau, oder? Ja, ich weiß nicht mehr, was ich was sagen soll. Bleib gesund, habt Spaß, haut rein. Denn ein Kollege hat abgesattelt, fährt er eventuell seine neuen Tieflader holen am Montag. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Zeigt er sich, ne? Ja. Alles gut. Bis denn. Tschüss.